Das ist schier unglaublich, Schlangen vor der Kirche St. Katharinen. Das kommt wahrscheinlich nur alle 500 Jahre vor. Herzlich willkommen beim Reformationsjubiläum in Frankfurt. Reformation. Frankfurt ist heute fest in der Hand des Reformationsjubiläums. Und hier hinter mir, da passiert heute was, das wäre vor 500 Jahren, zur Zeit von Martin Luther, völlig undenkbar gewesen. Der evangelische Stadtdekan Achim Knecht und sein katholischer Amtskollege Johannes zu Elz halten gemeinsam einen großen ökumenischen Festgottesdienst. Er soll eine Brücke sein zwischen beiden Kirchen. Das Reformationsjubiläum in diesem Jahr will besonders das Gemeinsame betonen und nicht das, was die beiden Konfessionen trennt. Das ist fantastisch, finde ich. Ich bin Pfarrerin in der schwedischen Gemeinde und wir sind immer Teil mit in dieser ökumenischen Arbeit und ich finde es fantastisch. Es gibt Hoffnung für die Zukunft, für die Kirche, finde ich. Sehr gut. Meine Familie ist auch gemischt konfessionell. Mein Mann ist Katholik, mein Sohn ist auch katholisch, meine Tochter evangelisch. Da müssen wir hin. Evangelisch und katholisch, heute hier mit dem ökumenischen Gottesdienst, sind sich näher als vor 500 Jahren. Wie finden Sie das? Finde ich eigentlich ziemlich gut. Also ich persönlich bin der Meinung, dass man beides verbinden sollte und nicht fest auf einer Seite immer stehen sollte. Und ja, ich bin der Meinung, dass beides zusammen eigentlich fließen sollte, weil das ja auch das war, was Luther letztendlich eigentlich wollte. Er wollte ja die ganze Kirche reformieren und nicht, dass sie sich dann abspaltet in zwei verschiedene. Heute am Reformationstag ist hier in Frankfurt jede Menge los. Beim Reformationsjubiläum können Sie auf den Spuren von Martin Luther wandern. Der war ja auch mal hier in Frankfurt auf Durchreise nach Worms zum Reichstag. Dort soll er ja die berühmten Worte gesagt haben: Hier stehe ich nun und kann nicht anders. Unsere Reporter sind heute den ganzen Tag über unterwegs. Wir zeigen Ihnen, was in der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau am Reformationstag alles passiert.